Er muss eine ungeheure Ausstrahlung gehabt haben. Und zwar sicherlich auch schon in dem Sinne, als ein junger Mann, vielleicht schon als Kind, das in der Lage war, andere Menschen zu faszinieren. Er hat sogar einmal versucht, sich irgendwo als Angestellter in einem Betrieb zu bewerben, aber seine Handschrift war so schlecht, dass er nicht verwendet werden konnte. Er war jedenfalls ein Denker, der auf die weitere Entwicklung der Geschichte in Europa, aber nicht nur in Europa, einen enormen Einfluss genommen hat. Es gibt natürlich diesen Begriff der Diktatur des Proletariats, das ist nicht von Marx. Sachbezogenes Ringen um Standpunkte, das war nicht der Inhalt von Gesprächen mit Honecker. Immer mehr wurde sichtbar, dass es den Regierenden nur um ihre eigene Machterhaltung ging. Ich denke, Revolution in dem Sinne einer grundsätzlich anderen Gesellschaft wird kommen. Ich muss sagen, ich habe mit der Philosophie von Karl Marx nie so sehr viel anfangen können. Dass Karl Marx, ein weltweit bedeutender Philosoph, hier in dieser Stadt gelebt hat, da können wir stolz darauf sein.